Wir bewerben uns auf verdächtige Stellenangebote. Gesucht: Ukrainerinnen ab 17 Jahren. Der Anbieter fühlt sich offenbar sicher. Im Chat erklärt er, worum es geht. Sex vor der Webcam. 3 bis 5 Minuten Videotelefonieren in Unterwäsche. In Wien kämpfen die Experten der OSZE gegen Menschenhandel. Sie beobachten solche Anzeigen mit Sorge. Wir wissen, dass Google-Suchen nach Sexdiensten ukrainischer Frauen und Mädchen in die Höhe geschossen sind. Diese Daten zeigen uns, dass es für Menschenhändler einen Anreiz gibt, Frauen und Mädchen in großem Umfang anzuwerben, weil sich damit Geld verdienen lässt. Sie sammeln verdächtige Stellenangebote und geben sie an die nationalen Polizeibehörden weiter. Uns weisen sie auf weitere ausbeuterische Angebote hin. Wohnen im Tausch gegen Sex. Wir schalten undercover ein Wohnungsgesuch in Berlin. Wir bekommen fast 30 Angebote. 20 klingen verdächtig. Ein Beispiel. Kannst du bitte sagen, warum möchtest du mir helfen? Ich suche eine Freundin, die mit mir wohnt. In seiner eigenen Wohnung. Wenn ich mit dir zusammenlebe, bin ich doch nicht gezwungen, irgendwas zu machen, oder? Da hat er andere Vorstellungen. Nur ein bisschen Sex. Der Nächste bietet für 600 Euro ein Zimmer an, aber am Preis könne man was machen, sagt er. Wenn du meine Freundin bist, dann jeden Monat 400. Wir haben uns auf 4 Anzeigen gemeldet. Bei 3 geht es am Ende um Sex. Auch wenn offizielle Zahlen fehlen, unser Eindruck, es sind nicht nur Einzelfälle. Das berichtet auch Natalia Oliferowitsch, Kunststudentin aus Kiew, jetzt in Leipzig, die ebenfalls für ihre Wohnung mit Sex bezahlen sollte. What I have for now? Im Moment bitte ich Frauen, dass sie anonym ihre Erlebnisse schildern. Als Reaktion hat sie eine Website gegründet für Ukrainerinnen, die anonym ihre Missbrauchserfahrungen veröffentlichen. In der ersten Woche waren es gleich 20. Als ich das alles gelesen habe, dachte ich, was bitte ist hier los? Deutschland müsse sich einer unbequemen Realität stellen. Wenn wir nur über Zahlen reden, hat Deutschland gute Arbeit geleistet mit Geld und Förderung. Aber diese Berichte zeigen eine andere Realität. Ich glaube, sie könnten den Deutschen zeigen, dass diese Probleme existieren. Die Schilderungen auf der Website sind detailliert und erscheinen uns plausibel. Eine Betroffene berichtet anonym. Ein Mann in Berlin habe ihr eine Wohnung versprochen und sie dann in einem Park bedrängt. Später muss sie ins Krankenhaus. Sie hat Verletzungen an den Oberschenkeln, den Armen und im Genitalbereich. Dennoch geht sie zunächst nicht zur Polizei. Der Grund: sie sei mit der Situation überfordert gewesen. Stell dir vor, dein Mann kämpft gerade in der Ukraine und du erlebst sowas. Du willst nicht schon wieder das Opfer sein. Du kennst die Sprache nicht und bist schon als Opfer hierher gekommen. Und dann wirst du noch sexuell belästigt. Geflüchtete Ukrainerinnen in Deutschland. Einige von ihnen geraten auf einen anderen Weg, den Weg in die bezahlte Sexarbeit. Gerhard Schönborn von der Hilfsorganisation Neustart betreut Prostituierte in Berlin. Wir machen aufsuchende Arbeit in Bordellen. Und als wir dann da drin waren, waren wir erstaunt, dass alles ausschließlich Frauen aus der Ukraine drin waren. Alle geflüchtet in einer geflüchteten Unterkunft, teils mit Kindern, der Mann im Krieg. Also zumindest für Berlin kann man sehen, dass im Bereich der Prostitution es eine sehr große Zunahme gab an Frauen aus der Ukraine.
Merkwürdig ist nur, laut den Behörden hat die Zahl der ukrainischen Frauen in der Prostitution gar nicht zugenommen. Was stimmt? Wir recherchieren vor Ort und besuchen Undercover Sex- und Erotikbetriebe. Gleich im ersten sitzen nach ein paar Minuten zwei Frauen neben uns. Ukrainerinnen. 10% der Frauen seien jetzt von dort, berichten sie. Diese Frau wurde gerade für ein Separé gebucht. Sie ist erst vor 2 Monaten von der Frontstadt Cherson nach Deutschland geflohen. Diese 35-Jährige berichtet uns, dass sie ihren ausgebombten Eltern eine Wohnung in Kiew finanzieren muss. Und diese Frau erzählt, sie sei in der Bürokratie des Jobcenters gescheitert und brauche dringend Geld. In 7 von 10 Betrieben treffen wir auf Ukrainerinnen. Wir treffen auf Frauen in Ausnahmesituationen, unter finanziellem Druck, ohne Deutschkenntnisse. Was sagt die Polizei dazu? Das betrifft Frauen aus allen Ländern und nicht nur ukrainische Geflüchtete, dass die in Deutschland diese Entscheidung treffen können. Das ist bei uns das Gesetz. Ja, und solange wir keine Hinweise auf eine Straftat haben, die damit verknüpft ist, haben wir auch keinen Anlass, da etwas zu tun. Keine Hinweise auf Straftaten, kein Grund zum Handeln. Das hat Folgen im Kampf gegen den Menschenhandel und Ausbeutung. Das erleben wir hier an der EU-Außengrenze, in den Hügeln der Karpaten zwischen Rumänien und der Ukraine. Hier waren zu Kriegsbeginn tausende Ukrainerinnen, viele mit dem Ziel Deutschland und hunderte Helfer. Die Helfer sind jetzt weg. Die Flüchtlinge kommen weiter, je nachdem, wie stark die Kämpfe auf der anderen Seite der Grenze sind. In der Woche, in der wir vor Ort sind, kommen an diesem Grenzübergang 500 Menschen. Und er will sie vor Menschenhändlern schützen, die sie mit dem Versprechen von schnellem Geld locken. Razvan Fabian und sein Team haben mindestens 12 Geflüchtete vor diesem Schicksal bewahrt. Jetzt werden ihm internationale Hilfsgelder gekürzt. Wenn die Finanzierung gestrichen ist, geht es meines Erachtens erst richtig los. Denn die Menschenhändler wollen das. Sie wollen, dass die Flüchtlinge in Schwierigkeiten geraten. Wenn ich auch noch weg bin, wird es für sie wahrscheinlich einfacher. Vor kurzem hatte er noch 9 Mitarbeiter. Bald muss er ganz aufhören. Finanzielle Kürzungen verantworten auch nationale Behörden wie die deutsche Polizei, wenn sie Entwarnung geben. Dabei wäre Prävention gerade jetzt wichtig. Jetzt ist es gefährlich. 8 Millionen ukrainische Flüchtlinge, die irgendwie einen Weg finden müssen, um zu überleben. Und das angesichts steigender Preise und schrumpfender Volkswirtschaften. All das zusammen ist ein Cocktail, der Menschenhandel in einem nie bekannten Ausmaß begünstigt. Die OSZE hat Daten ausgewertet. Mit jedem Anstieg der Asylanträge steigt auch wenig später die Zahl der ermittelten Opfer von Menschenhandel. Wir können uns nicht erlauben zu denken, in den ersten 12 Monaten haben wir keinen einzigen Fall gefunden, gute Arbeit, Problem gelöst. Nein, jetzt ist der Moment gekommen, sie zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie nicht in die Hände von Menschenhändlern fallen. Denn jetzt sind sie gefährdeter als jemals zuvor.